liest um Open-Source-Projekte, wie man die startet, was man so beachtet und wie man sie am Leben hält. So. So ein bisschen zweigeteilt das Ganze, also einmal halt, was man so beim Start halt so direkt beachten sollte, wo so Fallstricke sind, wo man vielleicht noch genauer darüber nachdenken müsste, wie mache ich das mit Teammitgliedern, was machen wir Lizenz, Hosting, geht man doch selber und so. Und später, was man halt macht, wenn das Projekt mal läuft, damit es auch dann entsprechend weiterläuft und sich nicht irgendwie totläuft, oder was macht man, wenn Leute das Team verlassen, oder wie bereitet man sich darauf vor, dass sie es vielleicht mal tun werden und so. Das werden wir dann heute oder gleich sehen. Zack. So, kurz zu mir. Mein Name ist Patrick Cornelissen, den ihr wahrscheinlich schon gelesen habt. Ich arbeite bei der Zerrent, wie man auch unschwer erkennen kann. Bin überzeugter Open-Source-Nutzer seit ziemlich langer Zeit. Irgendwann Debian Woody oder so. Habe ich mein System eigentlich auf Debian umgestellt in der Regel. Vielleicht noch ein bisschen Dualboot hier und da, aber eigentlich überzeugter Open-Source-Nutzer. Dann meine eigene Open-Source-Karriere quasi fing im Januar 2003 an. Da habe ich halt mit mehreren Leuten, unter anderem auch mit dem Sebastian, der da vorne sitzt, ein Open-Source-Shop-System geschrieben, PN-Commerce, das auch ganz gut angenommen wurde. Das basiert auf Sikula, was früher mal Postgres hieß und aus bekannten Gründen den Namen gewechselt hat, weil Postgres irgendwie ja doch negativ annotiert ist. Dem Projekt hatten wir so 4 bis 5 Entwickler, internationales Team, hatten Leute aus Amerika dabei, auch die meisten allerdings aus Deutschland. Danach habe ich dann, nachdem ich damit aufgehört habe, habe ich noch ein bisschen im Core-Team von Sikula ein bisschen mitgewerkelt, meistens mehr kreativen Input gegeben, Code habe ich da nicht ganz so viel committed und pflege auch die Kontakte da in die Ecke auch noch weiter. Aktuell habe ich leider kein Projekt. Ich überlege aber weiter, wieder eins zu starten. Mir fehlt nur noch so die richtige Idee, mal wieder was Anständiges auf die Beine zu stellen. So, legen wir mal los. Am Anfang war das Wort. Man hat irgendwie eine tolle Idee, denkt sich, okay, das wäre doch mal ein tolles Projekt, das ich jetzt gerne mal anfangen möchte, oder man hat vielleicht schon ein bisschen Code geschrieben und überlegt, das Ganze irgendwie auch freizugeben. Und man sollte natürlich immer die Gedanken machen, es gibt sehr, sehr viele Projekte, die irgendwo mal freigestellt worden sind, die aber im Endeffekt eigentlich niemandem was nützen und irgendwie einfach nur als Code irgendwo rumeiern. Finde ich ein bisschen schade, deswegen auch, obwohl ich hier natürlich für Open Source Projektierung werbe, natürlich trotzdem noch die kleine Warnung, man sollte nicht unbedingt alles als Open Source raushauen. Manchmal schadet es mehr, als dass es nützt, wenn man irgendwo einfach Code hochbläst, der dann weder gewartet wird, noch irgendwie großen Sinn verfolgt oder so. Kann man das vielleicht auch besser sparen. Aber wenn man irgendwie Interesse hat, das Ganze auch mittel- oder langfristig zu verfolgen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Vorteil ist natürlich, man kann auch eine eigene Reputation aufbauen. Man ist zum Beispiel Student und ist in irgendeinem Projekt drin oder startet ein Projekt und die Expertise, die man da aufbaut, hilft natürlich auch hinterher bei der Jobfindung zum Beispiel. Zum Beispiel bei Tarent ist es halt so, wir stellen halt sehr gerne Leute ein, die in Open-Source-Projekten tätig sind. Oder auch andere Soft Skills, die man da erwirbt, sind natürlich extrem praktisch. Wo man natürlich mit rechnen muss, wenn das Projekt mal so richtig losgeht, dass es auch sehr viel Zeit schlucken kann. Also PN-Commerce habe ich zum Beispiel in einer Zeit gemacht, in der ich so prüfungsmäßig ein bisschen gewartet habe, weil ich irgendwo durchgerasselt bin und eine Zwangswartezeit hatte. Das heißt, ich habe quasi ein Dreivierteljahr Vollzeit in dem Ding gearbeitet und da kann schon einiges an Zeit reingehen, also gerade so die ganze Kommunikation, da muss man ja auch noch Code schreiben, dann gibt es noch Sachen mit der Community, da muss vielleicht mal irgendwo ein Server besorgt werden oder so. Das ist eine sehr spaßige Sache, aber es kann schon zu einem Hobby werden, was sehr zeitfressend ist. Guck bitte, ne? Komisches Mikro. Das wollte ich nochmal so vorab nochmal einstreuen. So, mitmachen. Man hat eine tolle Idee, denkt, das mache ich lieber gerne selber und das ist ja auch total toll, wenn man das selber macht und so, aber vielleicht gibt es ja auch ein Projekt draußen, was einfach das Ganze schon mal umsetzt oder vielleicht so ähnlich umsetzt, vielleicht kann man sich besser da einbringen. Ist zwar ganz nett, wenn es viele Open-Source-Projekte gibt zu einem ähnlichen Thema, ich meine, Diversifikation ist natürlich sehr wichtig, bringt auch neue Impulse, aber 100 Projekte mit einem Entwickler sind vielleicht nicht so toll wie 50 Projekte, wovon dann irgendwie ein paar mal 20 Entwickler haben, die dann wesentlich mehr reißen können.
Was man natürlich auch machen kann, man muss ja auch nicht auf der grünen Wiese anfangen, es gibt ein Projekt, man wird gerne mitarbeiten, die zicken aber ein bisschen rum oder sind irgendwie sonst nicht responsiv oder kommunikativ, könnte man sich überlegen, zum Beispiel auch einen Fork zu machen. Dafür ist Open Source da, geht super, man hat direkt sehr viel Arbeit gespart initial, man kann dann irgendwie direkt loslegen und ist im Wesentlichen erstmal sein eigener Herr, außer man hat schon direkt Leute, die einem mithelfen. Wichtig ist halt, dass man nicht einfach nur um des Selbermachens willen da sowas startet, sondern da sollte schon irgendwie ein Grund dahinter sein. Tja, Namenswahl. Auch so ein beliebtes Problem. Es gibt mittlerweile sehr viele Projekte, auch natürlich in den entsprechenden Bereichen gibt es schon sehr viele Projekte, nimmt man irgendwie PHP, gibt es natürlich 10.000 Projekte, die irgendwo was machen und man will jetzt irgendwo, keine Ahnung, seine neue So-und-So-Library bauen, da einen richtigen Namen für zu finden, ist immer richtig schwierig. Wenn man dann die Idee hatte, ah, super Name, und gebe ich mal bei Google ein, habe erstmal gerade nichts gefunden, ist das prinzipiell schon mal ganz gut. Worauf man aber mittlerweile wirklich stark achten muss, ist natürlich auch, sind die ganzen Domains noch frei? Man denkt sich, okay, ich bin deutscher Entwickler, reicht mir doch mein tolles Projekt.de. Das Problem ist, wenn das man irgendwann abhebt und sich eine Community bildet, die vielleicht auch international ist, dann will man vielleicht auch die .org, .com, was weiß ich. Und da hat man natürlich dann ein Problem, wenn die Domains nicht mehr frei sind, weil natürlich internationale Leute natürlich erstmal, okay, Projektname, Punkt, irgendwas, Landeskennzahl suchen und dann auf irgendwas anderem landen. Also wenn man da von Anfang an ein bisschen Arbeit investiert, das ist sehr wichtig. Auch eine wichtige Sache, Namensrechte. Es gibt ja viele Firmen, die dann gerne mal sich Namensrechte für wilde Sachen besorgen, die sie vielleicht auch nur so irgendwo peripher mal benutzt haben und dann mal irgendwie für ziemlich große Bereiche direkt reserviert haben. Das ist manchmal ein bisschen problematisch. Aus eigener Erfahrung bei PostNuke gab es das Problem, da gab es einen netten Menschen, der hat sich die Namensrechte für PostNuke in Deutschland besorgt, hat dann auch postnuke.de gemacht, was dummerweise eine sehr, sehr schlecht gewartete Seite war, die die Reputation des Projektes dann nachhaltig geschädigt hat. Und man hatte keine Chance als Projekt, weil er war nicht im Projekt, er hat einfach die Namensrechte gesichert, diese Seite sich irgendwie zu besorgen und ihm eben die Namensrechte streitig zu machen. Weil er es auch einfach benutzt hat über die Seite und ich glaube, er hatte auch ein Business, wo er das irgendwie so ein bisschen benutzt hat. Also man hatte keine rechtliche Handhabe dagegen und die einzige Chance, das wirklich zu lösen, ist dann das Projekt umzubenennen. Und wenn man mal eine gewisse Reputation hat, ein Projekt dann umzubenennen, ist immer schwierig. Bei PostNuke wurde es jetzt gerade vollzogen, da wurde jetzt der Name nach Richtung Sikula geändert. Man hat immer das Problem, wenn man dann sagt, ja, was machst du? Ja, Sikula kenne ich nicht. Das dauert ewig, bis sich ein einmal gebrandeter Name dann umwechselt auf irgendwas Neues. Also lieber am Anfang ein bisschen Gedanken machen und dann ist das Ganze schon wesentlich angenehmer. Vielleicht auch schon mal einfach ein paar Domains sich besorgen, wenn man die richtigen Connections hat, dann ist das auch relativ günstig und vielleicht mal wenigstens so beim Start auch schon die wichtigsten Domains sichern. Was man hat, das hat man. Die Kosten kann man vielleicht durch irgendwelche Spenden später wieder reinkriegen oder so, das ist ja auch, werden wir uns auch gleich nochmal ein bisschen betrachten. Ja, License to Code. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, ganz am Anfang war es ja leider sehr, sehr exzessiv, dass Leute sagen, ah, hier super Projekt, aber die ganzen existierenden Lizenzen, die sprechen mich ja überhaupt nicht an. Ich mache mal was Eigenes und haben dann da irgendwas zusammengezimmert. Das Problem ist natürlich, selbst wenn man sich irgendwie relativ sicher ist, dass das, was man gerade geschrieben hat, vielleicht in Deutschland oder im Land, wo man auch immer herkommt, irgendwie einigermaßen wasserdicht ist, dann kommt dann irgendwie ein Nutzer aus einem anderen Land und denkt sich, ja, ist ja toll, das ist nicht bindend in meinem Land, das ist nicht bindend in meinem Land, oh, dann kann ich das ja ignorieren. Und irgendwelche Klauseln, die man sich mit viel Mühe überlegt hat, bringen dann halt nichts. Also man sollte schon eher gucken, dass man, wenn man ein Projekt startet, sich auf die etablierten Lizenzen verlässt. Es gibt eigentlich für jede Couleur irgendwas mittlerweile. GPL, LGPL, BSD-Lizenzen, Apache-Lizenzen, weiß der Geier was. Also ich denke mal, über Lizenzen muss ich nicht groß was erzählen, weil ich denke mal schon, dass die meisten die Vor- und Nachteile der Lizenzen so ein bisschen kennen. Also GPL ist ja halt ja viral, sage ich mal. Beschützt einen ein bisschen davor, dass dann das Produkt irgendwo kommerziell eingesetzt wird, wo man es vielleicht nicht haben möchte. LGPL ist dann halt die andere Variante, schützt einen im Wesentlichen selber und kommerzielle Produkte können das auch einsetzen, für Libraries oder so ganz nett. Apache-Lizenz ist so, geht so ein bisschen Richtung LGPL, so, ist jetzt nicht so viral. Man hat dann irgendwie den Vorteil, dass man da ständig irgendwo in der Historie drin steht, weil der eigene Name da halt nicht rausgestrichen werden darf.
oder zum Beispiel BSD-Lizenzen, die halt sehr, sehr frei sind, wo man sagt, okay, hier, ich mache hier meinen Kram, ich könnt damit machen, was ihr wollt, könnt da kommerziell einsetzen, ist mir total wurscht. Ist natürlich so von den freien Lizenzen, wie sie auch immer selber gerne behaupten, natürlich so die freieste Lizenz, weil sie auch dann die Nutzung überhaupt nicht einschränkt. Was man jetzt gerade macht, ist ideal, also es ist rein ideeller Natur, wie man das gerne jetzt gerade haben möchte. Ich bin eigentlich ein Freund von sehr, sehr freien Lizenzen, also mir ist es eigentlich relativ egal, was die Leute mit meinem Code machen, solange sie mich nicht dabei behindern. Tja, Frühstart. Es gibt viele Projekte, die machen dann total viel Tara hier. Das neue Superprojekt, haben dann vielleicht schon eine Homepage bereitgestellt, haben da irgendwie ungefähr 15 Seiten geschrieben, was das Produkt alles Tolles kann oder können soll. Und wenn man dann mal nachguckt, gibt es keinen Code. Okay, guckt man einmal drauf, denkt sich, naja, könnte interessant sein. Kommt in einem Monat nochmal wieder. 3 Source-Code-Dateien, noch nichts, was wirklich was tut. Dann ist meistens der Zug abgefahren. Die Leute werden das Projekt wahrscheinlich nicht mehr angucken. Also muss man sich gut überlegen, wenn man ein Projekt startet, wann gehe ich damit wirklich an die Öffentlichkeit? Meistens kommt die Idee ja irgendwo vielleicht in einem Forum oder so, man ist irgendwo aktiv. Bei uns war es zum Beispiel auch so, wir waren halt auf dem quasi der Konkurrenzseite von postnuke.de, die halt von der Community auch wirklich dann gepflegt wurde, und da im Forum kam dann halt das Problem auf, okay, das Shopping-System, was ich vorher eingesetzt habe, der hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, und wir haben uns überlegt, wir forken das. Haben dann in diesem Thread ein bisschen überlegt, haben uns mit 4, 5 Leuten, oder ich glaube 7 waren es initial, wovon aber die meisten nichts getan haben, haben wir dann uns überlegt, okay, dann machen wir halt einen Fork, also es war schön im kleinen Kreise, dann haben wir uns erstmal alles überlegt, hat natürlich den Vorteil, da war schon existierender Code, und haben dann erstmal ein bisschen im Hintergrund gearbeitet und sind dann wirklich auch in die Öffentlichkeit gegangen, nachdem wir dann auch was hatten, was man zumindest irgendwie starten konnte und wo man sah, okay, das ist jetzt irgendwie ein Shop-System und das tut auch ein bisschen was und so. War natürlich Arbeit nötig, aber man muss halt den Leuten schon ein bisschen was zeigen, weil man kennt das ja von sich selber, viele Chancen kriegen die Sachen einfach nicht. So. Projekte suchen ein Zuhause, muss jetzt nicht so unschön sein wie das da. Eine Sache, die man natürlich auch gucken muss, das Projekt wird irgendwo gehostet, also früher war es ja gang und gäbe, man hatte seine T-Online 1 Megabyte Homepage oder so und hat dann da sein ZIP hingelegt, damit kommt man natürlich heutzutage nicht mehr weit. Zum Glück gibt es genügend Alternativen, bekannt natürlich irgendwie SourceForge oder Verdios, Savanna gibt es. Die Dinger, die sind ganz nett, nehmen einem natürlich eine Menge Arbeit ab, man muss sich nicht um die Serverkonfiguration kümmern, da sind einfach alle Dienste da, die werden auch mal aktualisiert, da sind Backups, sehr nette Sache. Man kann auch natürlich sagen, okay, ich bin der totale Linux-Crack, ich mache doch hier einfach meinen eigenen Kram und miete sich einen Root-Server oder einen Virtual-Server, weil sie günstiger sind, bei, keine Ahnung, Vanager oder Host Europe oder so, und mache das selber. Ist natürlich prinzipiell eine ganz nette Sache, das Problem ist, das kostet natürlich Zeit. Anderes Problem ist, also mittlerweile nicht mehr so das große Problem, weil die Quote von der Bandbreite, die man hat, mittlerweile relativ hoch sind, aber man stellt sich vor, man hat irgendwie einen Hoster, wo es halt nicht so hoch ist, hat ein tolles Projekt, da sind jetzt vielleicht irgendwie ein paar Bilder drin, was die Größe des Archivs ein bisschen hochtreibt, und man wird dann irgendwie geheißt oder geslashdottet oder so, und auf einmal explodieren die Downloads. Und man kriegt einfach mal eine Rechnung über 2000 Euro, weil irgendwie man die Downloadquote heftig überschritten hat. Deswegen bin ich mittlerweile eher ein Freund von den großen Hosting-Lösungen, die SourceForge und so. Nett übrigens, was Sun jetzt frisch vorgestellt hat, Projekt Kenai, ist quasi wie SourceForge, nur basiert auf Standardkomponenten. Finde ich konzeptionell sehr nett. Wenn jemand ein Projekt startet, sollte sich vielleicht mal angucken. Die Homepage Kenai setzt im Prinzip im Backend auf existierende Dienste auf. Da gibt es also dann irgendwie Baxilla, da gibt es ein Jira, da gibt es halt irgendwie Git, da gibt es Version Mercurial und da gibt es ein Wiki. Im Backend ist aber ganz normal irgendwo ein Baxilla zum Beispiel installiert. Und wenn ich jetzt ein Tool habe, was mit Baxilla reden kann, kann ich es einfach da draufsetzen. Sehr nette Sache. Erleichtert auch irgendwie die Einbindung in irgendwelche Tools. Zum Beispiel für NetBeans haben die dann einfach Plugins geschrieben, sodass man halt schön in seiner Sidebar die Bugs sehen kann. So ähnlich wie MyLib, falls das jemand kennt. Sehr nettes Konzept. Hat auch irgendwie schon sehr, sehr viele Projekte angezogen. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Man muss halt immer zu den großen Leuten gehen, wie SourceForge und so. Wobei die natürlich auch toll sind. Kann nichts in Abrede stellen. Ne? Kenai. K-E-N-A-I. Haben die jetzt auf der letzten One vorgestellt. NetBeans 6.7.
Ja, fünf Freunde sollte sein. Ist natürlich toll, man macht so ein Projekt, hat vielleicht erstmal so alleine seine Idee gehabt, stellt seinen Code da rein und so, aber Open Source lebt vom Mitmachen, alleine Coden ist doof. Man sollte natürlich gucken, dass man irgendwie auch Leute kriegt, die einem helfen. Nicht nur, weil man dann irgendwie schneller fertig ist, sondern einfach auch, weil es mehr Spaß macht. Also man sagt ja Leuten, die IT-affin sind, dass sie so, sagen wir mal, so von der Kommunikativität her nicht so gesegnet sind und gerne ihren eigenen Saft schmoren. Das kann man sich da einfach abtrainieren, wenn man halt irgendwie ein Team hat mit 4, 5 Leuten oder so, muss man sich zwangsweise absprechen, es macht Spaß und es entstehen Freundschaften. Das ist einfach eine ziemlich coole Sache. Dann gibt es jetzt hier so Events wie die FrostCon oder so, wo man sich dann vielleicht trifft, auch wenn man irgendwie sehr verteilt wohnt, was ja zum Glück geht, dank Internet. Das ist schon eine richtig coole Sache. Zum Beispiel den Sebastian habe ich jetzt nach vielen Jahren heute mal wieder getroffen, habe mich sehr gefreut und werde auch bestimmt dann noch ein bisschen quatschen. Das sind einfach Kontakte, die bleiben auch einfach lange. Nebenbei lernt man natürlich Social Skills für den Job. Also man hat ein Projekt mit vielleicht auch mehr Entwicklern und dann kommt man in Konflikt auf, so Sachen wie Konflikt lösen und so. Kann man zwar gerne Bücher drüber lesen, aber wenn man es nicht mal selber gemacht hat, dann das ist schon was anderes. Oder wie geht man mit unfreundlichen Leuten in der Community um und solche Sachen. Man wird schon sehr, sehr trainiert, was das angeht, wenn das Ganze mal eine Zeit lang läuft und man auch den Kontakt mit der Community entsprechend pflegt. Gerade bei dem Shop-System hatten wir halt auch wirklich sehr, sehr viele Leute, die es eingesetzt haben und da kriegt man auch mal da merkwürdige Anfragen per E-Mail oder solche Sachen. Also es ist sehr witzig. Man hat auf jeden Fall immer was zu erzählen. Tja, neu hier. Da kommt jetzt jemand und sagt, ich will mithelfen, ich bin total motiviert, ich bin der Crack-In, was auch immer man gerade einsetzt, und ich möchte jetzt hier mitarbeiten. Sagt man, ja, hier ist okay, da ist dein Account, leg los. Kann funktionieren, klappt aber meistens nicht. Die Leute müssen natürlich so ein bisschen geführt werden und was man sich überlegen sollte, wenn das Projekt jetzt nicht, wenn man nicht gerade alleine ist, dass man zum Beispiel so eine Art Coaching-Prozess macht, dass man sagt, okay, jetzt ist hier der Sebastian, der hilft dir jetzt so ein bisschen und wenn du Fragen hast, dann wendest du dich erstmal irgendwie um kleine Nationalin und oder er leitet einen so ein bisschen an, erklärt so ein paar Sachen oder sowas, um die Leute halt auch so ein bisschen abzuholen. Weil gerade wenn jetzt zum Beispiel bei PostNook war es halt der Fall, als wir noch PN-Commerce gestartet haben, da war PostNook auch so, mein Gott, die Götter, da kann man doch jetzt nicht auch einfach eine Mail an die Dev-Liste schreiben. Gott, oh Gott, was denken die denn? Hinterher hat man doch irgendwas falsch gefragt oder so. Und also hinterher mehr den Kontakt zum Team gekriegt haben, da war es schon so, dass man halt merkt, okay, die sind auch ganz nett, aber man muss halt diese Hürde muss man erstmal überwinden. Und es gibt Leute, die halt noch nicht so firm sind in Open Source, die kennen das noch nicht so. Und die haben einfach dann sehr viel Angst davor. Und da muss man gucken, dass man die auch vielleicht ein bisschen nimmt. Auch vielleicht auch einfach jüngere Leute. Wir hatten auch zum Beispiel einen Schüler, der irgendwie, ja, war der 12 oder so aus Österreich, der hat dann auch irgendwie mitgeholfen. Der hat gerade Programmieren gelernt, aber man muss den halt ein bisschen abholen. Und der ist mittlerweile immer noch dabei und produziert auch seine Encode mittlerweile. Also man kann da auch sehr, sehr viel davon kriegen, wenn man Leute auch dann abholt. Ansehen ist natürlich, die Leute sagen, juhu, ich mach mit. Sind total motiviert und melden sich vielleicht auch noch eine Woche total regelmäßig. Innerhalb von einer Minute wird eine Mail beantwortet und auf einmal nichts. Man schreibt eine Mail, nichts. Man guckt auf die Homepage, schreibt noch irgendwas, okay. Twitter-Feed, passiert was. Man versucht nochmal eine Mail zu schreiben, nö. Damit muss man leben. Das ist ganz normal. Wir hatten, glaube ich, 10 Leute oder so, die bei PN-Commerce mitmachen wollten, die nach den ersten paar Mails auch überhaupt nichts mehr gesagt haben. Manche haben dann irgendwann gesagt, ja, hier das, was dazwischen kommt, Studium oder Leben oder weiß der Geier was. Muss man auch nicht böse sein, ich meine, das ist eine Sache, die macht man im Hobby. Das passiert einfach. Shit happens. So, teile und herrsche. Man hat natürlich, wenn man ein Projekt gestartet hat, das ist natürlich irgendwie sein Baby. Man möchte natürlich nichts aus der Hand geben, gerade die wichtigen Sachen macht man dann doch vielleicht lieber selber. Zumindest eine verbreitete Einstellung, sollte man natürlich nicht machen. Es gibt viele, also man kann Leute aus dem Team natürlich dann entsprechend mit anderen Aufgaben versorgen, man muss sich jetzt nicht selber immer darum kümmern, dass, keine Ahnung, im Subversion jemand nachguckt, dass da irgendwie kein Blödsinn passiert oder irgendwie das Forum überwacht, das muss man jetzt nicht unbedingt immer selber machen. Gerade auch Foren bei einer aktiven Community kann man auch gerne so ein bisschen selber verwalten lassen, indem man halt dann Leute, die schon länger da sind, einfach mal akquiriert und sagt, hier, willst du nicht Moderator werden oder sowas?
nutzt einfach dann die Kraft der Community, die sind auch teilweise, auch wenn sie jetzt keine Programmierer sind, extrem hilfreich. Also bei PN Commerce zum Beispiel, einer, der direkt von Anfang an dabei war, der Jim Hatfield aus Amerika, nicht zu verwechseln mit dem Metallica-Menschen, der konnte einfach überhaupt nicht programmieren, das war auch nicht schlimm, weil er hat nämlich unser Handbuch geschrieben. Und der macht das gut gemacht, weil der macht das beruflich. Und hat dann halt irgendwie gesagt, ja, hier, super Sache, ich brauche ein Shop-System und helfe euch dann dabei. Entschuldigung. Also da muss man auch keine Angst haben, die machen auch meistens nichts kaputt. Kann das natürlich über Rechtemanagement entsprechend einschränken. Es gibt auch, viele Projekte haben Wiki. Wikis müssen gepflegt werden, also verwahrloste Wikis sind schlimmer als gar kein Wiki. Und da kann man auch gerne mal dann irgendwie vereinzelt Leute mal ansprechen, möchtest du nicht da irgendwie helfen oder so. Was natürlich auch geht, sind Sachen PR oder so, man hat irgendwie ein Projekt, was vielleicht potenziell in Firmen eingesetzt werden könnte oder man macht irgendwas für Schulen oder so und da muss natürlich auch mal jemand haben, der mal zu den Schulen geht und den Lehrern erklärt, okay, wir haben hier das und das und wollen das nicht mal machen. Da kann man auch gerne natürlich Leute nehmen, die nicht technischer Natur sind, also man muss ja einfach nur ein bisschen reden können und das Projekt kennen. Sachen hier wie Frostcon, Standdienst. Das sind ja nicht unbedingt immer Leute, die jetzt auch gerade programmieren. Das sind vielleicht Leute, die einfach nur aktiv in der Community sind oder so. Oder aktiv in Mailinglisten sind, aber keine Zeit der Code jemals committed haben. Oder sich einfach so freiwillig gemeldet haben. Auch natürlich super Sache. Google Summer of Code. Gibt ja auch, glaube ich, jemand, der mit dem T-Shirt rumrennt. Da vorne habe ich gerade irgendwo einen gesehen. Da hinten, genau. Natürlich auch eine klasse Sache für Projekte, wenn das Projekt mal so ein bisschen läuft. Also ich glaube, die ganz kleinen Projekte werden, glaube ich, eher selten angenommen. Und man hat irgendwie ein paar Aufgaben, die man irgendwie verteilen könnte und sagt, okay, wir brauchen jetzt hier eine neue so und so Struktur. Kann man das natürlich gerne mal einreichen. Der Vorteil ist, irgendwelche Mentoren werden mal zu dem Google Camp eingeladen, natürlich genial. Die Leute, die dann da ausgewählt werden, die Studis, die dann da das Projekt halt dann durchführen, sind natürlich auch glücklich, werden vielleicht später aktive Committer, das ist natürlich auch eine geile Sache. Die werden bezahlt, man kriegt Code. Win-Win-Situation. Man hat ein bisschen Publicity, man erscheint auf der Google-Homepage, man kann bei sich sagen, hier, boah, wir sind Google-Projekt und zieht natürlich auch noch mehr Leute an. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wir haben bei Sikula, ich glaube, zwei Deadlines einfach mal grandios verpasst und haben versucht, zu spät unsere Sachen einzureichen. Einmal hat es geklappt, glaube ich, bis jetzt. Und ist echt eine spaßige Sache. Also die Leute haben irgendwie gesagt, das ist sehr lustig gewesen. Ich war leider nicht dabei. Zack. So, the Emperor wants to see you. Geht wieder so ein bisschen zurück auf, ich habe das Ganze angefangen, das ist mein Baby, ihr hört, was ich sage. Kann funktionieren, es gibt Leute, die machen das gerne, die brauchen sowas, aber so Community-Projekte finden das gar nicht lustig. Ich habe mehrere Projekte gesehen, wo, sag mal, vielleicht war es einfach der einzige Committer, aber wo dann die Initiatoren relativ unfreundlich waren. Das heißt, also sie reagieren nicht anständig auf irgendwelche Rückfragen, egal wie nett formuliert sie waren oder wie gut recherchiert, sodass man keine dummen Fragen stellt. Sagen vielleicht irgendwie, nee, hier du Idiot und haben irgendwelche anderen schlechten Umgangsformen. Das Problem ist natürlich für sie selbst, also für diejenigen, die sich so schlecht verhalten, das fällt natürlich auf sie zurück. Es gibt ja in der Open Source Community so einige Leute, die nicht so das gute Standing haben. Die Projekte sind vielleicht ganz nett, ich sag mal nur CD-Rekord. Das Projekt ist vielleicht ganz toll, aber ich glaube, Menschen muss ich nicht haben. Zumindest von dem, was man so liest. Ich meine, E-Mails sind natürlich trügerisch, aber wenn man sehr viele E-Mails in dem Bereich schreibt, dann hat man, glaube ich. Es ist im wirklichen Leben genauso. Es ist im wirklichen Leben genauso. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Von Angesicht zu Angesicht. Achso, für die Kamera nochmal, er hat gesagt, er wäre im echten Leben genauso. Falls du das liest, hörst, siehst, besser nicht. Ja, also das Problem, was man auch hat, ist natürlich, dass die Reputation des Projektes leidet natürlich auch darunter. Es kann auch sein, dass einfach ein Projektmitglied sich total daneben benimmt und man vielleicht als Projektleiter dann vielleicht auch mal Leute zurückpfeifen muss und sagen muss, nee, hier kommen, das geht so nicht. Ich meine, das sind zwar Projekte, die man in der Regel in der Freizeit macht, was aber nicht heißt, dass man sich wie der Aktienweile verhalten kann und sollte. Also da muss man vielleicht auch mal hier und da, geht auch wieder Richtung Social Skills. Das lernt man dann auch relativ schnell, wenn man so Leute wieder zurückpfeift. Muss man darauf achten. Also es fällt nicht immer nur auf die Leute zurück, leider auch mal aufs Projekt. Ja, Release Early, Release Often. Ich habe mal ein Paket-Packaging genommen. Bei Sikula hatten wir
das Problem unter anderem, weil da wird auf eine neue Architektur umgestellt. Ist natürlich total nett, weil man muss total viel Arbeit machen und das dauert einfach und vielleicht fallen auch mal kurz Leute weg, weil sie privat irgendwas machen und ein Milestone verschiebt sich einfach immer weiter. Im Projekt ist es erstmal nicht schlimm, man denkt sich, naja gut, dann releasen wir halt in einem halben Jahr, ist dann nicht schlimm. Das Problem ist, die Community draußen findet das nicht so toll. Man hat dann das Gefühl, okay, ist das Projekt jetzt tot, da kam nichts mehr. Vielleicht ist man auch einfach so beschäftigt und versucht dann irgendwie, das noch schnell diesen Milestone zu halten, dass irgendwie auf der Homepage gar nichts mehr passiert und die Leute gucken sich nicht die SVN-Commits an. Ich gehe auf eine Homepage, kein News-Eintrag. Blöd, ich warte aber auf ein dringendes Update. Dann gehe ich einen Monat später hin. Immer noch kein Update, kein Lebenszeichen im Forum. Die Sachen nehmen ab. Es gab irgendwie keinen Kommentar mehr von einem Teammitglied, nur noch Leute aus der Community. Ist ein schlechtes Zeichen, verlieren die Leute dann die Lust dran oder das Vertrauen und wechseln vielleicht auf andere Projekte. Man hat wieder User verloren. Also als Softwareentwickler weiß ich, dass man natürlich gerne versucht ist, solche Sachen dann halt irgendwie monolithisch zu machen. Einfach so, komm, das ist eine Riesenänderung, die machen wir jetzt einfach. Komm, das ziehen wir durch, kann nicht so schlimm sein. Es gibt aber eigentlich immer Möglichkeiten, das in kleine Häppchen aufzuteilen. Und im schlimmsten Fall macht man halt einen Branch und entwickelt wenigstens noch so ein bisschen in einem anderen Teil weiter, um auch ein bisschen zu signalisieren, dass das Projekt lebt noch, man kann noch ein bisschen Bugs fixen, was natürlich überhaupt nicht geht, wenn man eben keinen Branch gemacht hat und einfach im Main rumarbeitet und sagt, ja, ich gebe zwar gerne prinzipiell Bugfix, aber geht gerade nicht, weil wir sind hier schwer am Werkeln und ich weiß nicht, wie Subversion funktioniert und kann an keiner alten Version irgendwas dranhängen. Muss man einfach aufpassen. Was natürlich auch noch eine Sache ist, ist so ein Release-Prozess. Wenn man alleine ist, ist es nicht schlimm, da weiß man halt, okay, ich fange jetzt mal an mit dem Bugfixen und mache jetzt keine wilden Änderungen mehr. Wenn man dann mit 10 Committern ist, dann wird es schon schwieriger. Da muss man auch gucken, dass man im Team eine gewisse Policy halt auch kommuniziert. Vielleicht am besten auch noch irgendwo festschreibt, auch für Neue und auch für Externe, die sehen können, aha, die sind jetzt gerade in der Phase. Ich kann mich darauf verlassen, dass das Projekt sich jetzt theoretisch so und so verhält. Ansonsten wird man irgendwann Probleme kriegen. Vielleicht klappt es ein Jahr gut, und dann hat man auf einmal Stress, dass dann ein Release wirklich total in die Hose geht, weil dann da irgendwie wieder verschoben werden muss oder es werden Rollbacks gemacht, die Leute sind unzufrieden. Ich rackere mich jede Woche die Arbeit ab für diesen blöden Kram und dann mache ich den Rollback von meinen Changes und hat vielleicht irgendwie unglückliche Committer oder so. Möchte man nicht haben. Was natürlich auch eine Sache ist, was wir bei uns gemacht haben, auch weil es bei uns relativ lange gedauert hat, dass wir so Daily Snapshots irgendwo auf die Homepage gestellt haben, damit die Leute es mal ausprobieren können. Und wenn man jetzt ein Problem hat, dass ein Release sich sehr stark verzögert, sind die User natürlich auch nicht doof, die sagen sich, ja klar, das wird ja schon immer stabiler, ich nehme jetzt einfach einen Daily Snapshot. Was dann den Effekt hat, dass der Supportaufwand gigantisch wächst, weil natürlich da der Code vielleicht noch nicht so toll ist oder einfach da Sachen noch nicht fertig sind und die Leute fragen natürlich, ja hier, wenn ich hier drauf klicke, dann knallt, da kommt eine Exception oder hier ist der Screen weiß oder mein Rechner ist abgestürzt oder so. Finden die alles nicht so toll und sind sich meistens nicht mehr bewusst, dass sie eigentlich auf einem Bleeding Edge Zeug arbeiten, weil einfach jemand gesagt hat, dann nimm doch einfach den Daily Snapshot, klappt bei mir auch. Muss man aufpassen. Also es kann einfach alles verhindern, indem man versucht, möglichst kurze Release-Zyklen zu haben. Man muss ja nicht viel ändern. Es reicht ja, wenn man in Kleinigkeiten macht, ein paar Sachen so ein bisschen auf Experimental lässt, aber wenigstens regelmäßig was tun. Ist auch gut, das Projekt erscheint lebendig und zieht auch vielleicht mehr Developer an. Ja, Namensschema haben wir schon gehabt. Versionsschema ist nicht das andere. Beliebt leider in der Open-Source-Welt 0, warum? Wenn ich was release und das tut was, warum kann man da keine 1 dran schreiben? Es kann vielleicht noch nicht all das, was man sich gedacht hat. Es ist vielleicht bei weitem ein Feature-Complete, aber muss das immer 0, sein? Man kann das natürlich umgehen, indem man ein Schema nimmt, was gar nicht entsprechend Major, Minor, Patch-Version oder so aufgebaut ist. Oder man fängt einfach eben halt bei 1.0 an. Was ich persönlich ja gar nicht ganz nett finde, ist das Ubuntu-Schema Jahr, Punkt, Monat. Super Sache, sollten wir den nicht mehrfach im Monat releasen, das muss noch ein Punkt dran hängen. Aber finde ich eine super Sache, man sieht sofort als Nutzer hier, zack, guck, 2005.6, oh, scheint was älter zu sein. Muss man nicht groß nachgucken. Andererseits sieht man auch, okay, hier es gab 2009.1, 2009.3, 2009.6, scheint ja richtig was in Bewegung zu sein. Ist auch wieder für die Außenwirkung sehr gut. Letztendlich ist natürlich wieder so ein bisschen eigene Gusto. Was ich persönlich auch ganz nett finde, sind so die Debian-Geschichten mit den Namen, das hat Ubuntu auch mal, so Toy-Story-Namen.
immer eine coole Sache, können sich Nutzer viel besser merken als Namen oder diese Alliterationen mit Kami, Koala und so. Super Sache, finde ich sehr nett. Haben wir bei Sipula auch für den Mainstrang zum Beispiel gemacht. Dann haben die halt entsprechend schöne Namen bekommen. Und ja, sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen. Also nicht vielleicht einfach immer nur gedankenlos übernehmen. Hängt auch ein bisschen von der Projektstruktur ab. Wenn ich weiß, ich habe relativ selten Releases, weil es halt kaum was dran tut, das ist eigentlich Feature-Complete, ist vielleicht Jahreszeitpunkt, Monat ein bisschen blöd, gebe ich zu. Aber muss man halt gucken, hängt so ein bisschen davon ab. So, mal kurz durchatmen. Das war jetzt so der Teil, den ich sehe, den man so am Anfang des Projektes ein bisschen beachten sollte. Wir haben so ein bisschen gesehen, Projektstart, Namenswahl, Lizenz, Zeitpunkt, Teamsozialverhalten, wo ich gerne einen sehr großen Fokus drauf legen möchte. Arbeitszeitung ein bisschen angesprochen, Nummerierungsschema und jetzt geht es weiter. Was machen wir, wenn ein Projekt läuft? Ja, Dokumentation. Wurde ja mal gesagt, ist das größte Problem der Open-Source-Gemeinde. Total viel Code, total viel Sachen, keiner weiß, dass es benutzt wird. Kann man natürlich aktiv gegenarbeiten. Entschuldigung. Source-Code sollte natürlich irgendwie dokumentiert werden, ist aber nicht alles, weil die Benutzer interessiert keine Source-Code-Dokumentation, die ist im Wesentlichen vor allem selber. Anwender-Doku, wie gerade schon gesagt, kann man sehr gut die Community einbinden. Muss man nicht alles selber schreiben, ist auch gerade für Entwickler ein Task, den man überhaupt nicht machen will, weil bin ich Schriftsteller? Nein, ich bin Coder, ich will Code schreiben, keine Texte. Was natürlich auch noch dazu kommt, sind so Sachen wie, man hat zum Beispiel irgendwie einen Prozess, wie man dem Projekt beitritt. Es gibt irgendwie Bewerbungssachen oder sowas, die man sich überlegt hat, wo dann Leute erstmal irgendwie Patches committen müssen, um zu sehen, dass die auch wirklich was können oder sowas. Das ist total toll, wenn man das mal überlegt hat, aber man sollte es auch wirklich auf der Homepage schreiben und auch an prominenter Stelle und nicht irgendwo im Wiki nur an einer Stelle verlinkt. Webseite sollte natürlich auch gepflegt sein, also wenn man jetzt so eine Webseite hat im Stil von Seiten, die so 1989 irgendwo waren, so lustig, funky Farben, nichts dran gemacht, total statisch, zieht einfach auch keine Leute an, also muss man schon gucken, dass es vielleicht ein bisschen ansprechend aussieht oder zumindest nicht so schlimm aussieht. Natürlich auch aktuell gehalten wird, was bringt das, wenn der letzte News-Eintrag von 2 Jahren her ist, auch selbst wenn das Projekt mittlerweile weitergearbeitet hat, bringt überhaupt nichts. Wenn man jetzt so eine Webseite hat und man hat irgendwie so eine Domain sich registriert, dann läuft die meistens erstmal über denjenigen, der das Projekt gestartet hat oder für denjenigen, der gesagt hat, komm hier, ich zahle die 2 € im Jahr für die Domain, stört mich jetzt nicht. Jetzt ist das Problem, was ist denn, wenn der weggeht? Ich werde einen Transit machen, mal gucken, wer macht das als nächstes. Was denn, wenn der einen Autounfall hat? Schlecht. Muss man natürlich gucken. Werden wir gleich noch darauf zurückkommen, wie man solche Sachen so ein bisschen abfedern kann, wollte ich nur schon mal ein bisschen darauf hinweisen. Was auch immer toll ist, Screenshots auf die Homepage stellen. User lieben Screenshots. Ich lade mir das nicht runter, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie scheiße das aussieht. Einfach ein paar Sachen, wichtigsten Kernfunktionen einfach mal als Screenshot, möglichst auch aktuell halten. Bringt auch nichts, wenn die von vor 5 Versionen sind, die Screenshots. Kann man euch auch gerne wieder... Muss man ein bisschen darauf achten. Zack. Kommunikation. Ja, das spielt so ein bisschen in die Quelle. Ja, geht noch. Gut. Kann ich mal irgendwie aufsetzen. Geschichten, ne? Geht doch. Als Community ist mir total wichtig, dass ich mitkriege, was im Projekt passiert. Wackelkontakt. Naja, ich halte meine Hand. Ist zum Beispiel Twitter-Feed. Twitter-Feed über das Projekt. Ein paar Leute kriegen den Nutzernamen. Oder. Oh, interessant. Zum Beispiel irgendwie, ja, es gibt halt irgendwie ein Treffen. Kann man da super machen? Irgendwelche Announcements für neue Artikel auf der Homepage.
Informationen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer für meine Mauer. Was natürlich auch ganz wichtig ist, Kommunikation. Zum Beispiel Skype-Text-Chat. Entwickler zum Beispiel finden Mailinglisten meistens total gut. So Standard-User eher nicht, die stehen eher auf Foren oder irgendwie sowas. Da muss man ein bisschen gucken, was für eine Zielgruppe ist. Wir hatten das so, dass wir halt ein Forum im Prinzip oder mehrere Foren für die User hatten, meistens auch landesspezifisch und dann halt Mailinglisten eigentlich für die Entwickler. Besser so als gar nicht, würde ich sagen. Wiki ist natürlich auch eine Sache für die Kommunikation. Mehr, also nicht so die direkte Kommunikation, halt mehr so für die Dokumentation. Muss man auch mal gucken. Ich würde jetzt keine News über Wikis machen. Also es gibt Leute, die stehen total auf Wikis und machen irgendwie alles damit. Ich persönlich bin da kein großer Freund von. Ich finde es für Dokumentation ganz nett, aber ansonsten bin ich da eher kritisch. So. Ja, was macht man denn? Das Projekt läuft, man hat irgendwie eine Homepage, man hat zwei Server gemietet, um die Last der ganzen User irgendwie abzufedern und muss jetzt natürlich irgendwie gucken, dass das Ganze nicht so sehr von einzelnen Personen abhängig ist. Vielleicht hat man irgendwie, zum Beispiel bei Sikula war es halt so, da wurden halt dann Server gemietet und die liefen dann halt erstmal über gewisse Personen. Wie ich gerade schon gesagt habe, was ist, wenn die einen Unfall haben, was ist, wenn die sich mit dem Team verkrachen und gehen, dann geben die vielleicht die Passwörter nicht raus, die Seite ist weg und hat keine Backups. Alles blöd. Möglich ist zum Beispiel eine Vereinsgründung. In Deutschland wäre es dann halt irgendwie ein Verein, im amerikanischen Ausland wäre es dann halt irgendwie eine Foundation, irgendwas. Gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze als gemeinnützigen Verein zu machen, sodass man halt keine Steuern zahlen muss? Das ist eine sehr praktische Sache, man hat quasi eine rechtliche Entität, auf die man irgendwelche Sachen halt anmelden kann. Es gibt Leute, die sagen, war Vereinsmeierei, habe ich gar keinen Bock drauf. Darum geht es an der Stelle nicht, es geht wirklich nur darum, sich auch rechtlich ein bisschen besser aufzustellen. Man kann Domains darüber mieten, man kann Verträge abschließen über den Verein und solche Sachen. Man hat den Vorteil, dass man wesentlich leichter Geld reinnehmen kann, weil Leute werden Mitglied und müssen einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ein Verein ohne Mitgliedsbeitrag gibt es nicht. Das heißt, man kann darüber zum Beispiel die Serverkosten endlich mal reinholen. Bei uns war es halt so, ich hatte halt eh irgendwie einen Root-Server und dann haben wir es halt darüber gemacht. Möchte man vielleicht nicht immer machen, weil gerade vielleicht auch, wenn man sich emotional irgendwann mal ein bisschen von dem Projekt distanziert, dann muss ich jetzt hier wirklich jeden Monat 20 Euro ausgeben für ein Projekt, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf habe, kann man super über den Verein einfach dann auch abwälzen. Projekte, die auch gerne bei Unternehmen eingesetzt werden, da ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorsprung. Wenn ich jetzt das sind drei Leute, die irgendwie lustige Nicks haben oder so und das dann irgendwie Crazy Guru so und so oder so, der das Projekt macht, ist als Firma jetzt nicht so vertrauenserweckend. Wenn ich aber sehe, okay, da ist jetzt der so und so Verein, der dahinter steht und das Ganze fördert, ist das wesentlich besser für eine Firma, weil die dann sagt, okay, da ist vermutlich Substanz hinter, dem kann man vertrauen, da kann ich auch mal ein Business drauf aufbauen. Weil es bei Sikula natürlich so eine Sache, beim Shop, so weit sind wir da nicht gekommen, irgendwann aus Zeitgründen musste man das Ganze ein bisschen einstellen, aber es wäre auch irgendwann ein Schritt gewesen, den wir dann gegangen wären. Einfach auch, um uns da ein bisschen abzusichern. Wenn man einen Verein gründen möchte, würde ich mir einfach irgendwie ein Open-Source-Projekt raussuchen oder mehrere, die halt ein Verein geworden sind, einfach die Leute gezielt ansprechen. Das ist am Anfang so ein bisschen ein heikles Thema, man muss sehr viel wissen, was man da genau machen muss, worauf man achten muss, zu welchem Amtsgericht man geht, um diesen Kram anzumelden, weil es gibt Amtsgerichte, die sind nicht so, naja,
Also ich finde, Gemeinnützigkeit muss schon sehr, sehr, sehr gemeinnützig sein. Und da hat man jetzt Open Source Projekt Schwierigkeiten. Da gibt es ein paar, die sind halt was netter. Da würde ich mich einfach mal informieren. Habe ich leider so selber noch nicht so viel Erfahrung mit, aber zum Beispiel könnte man bei Sikula mal nachfragen. Die haben das halt auch kürzlich gemacht und das kürzlich vor 2 Jahren. Und klappt super. So, in echt ist der viel netter, wie man zum Beispiel jetzt hier so Foscon und so. Man trifft endlich mal die Leute, die man sonst nur gelesen hat oder dann vielleicht auch mal gehört hat, wenn es vielleicht mal irgendwo mal einen Telefonanruf gab oder so. Aber gerade so für die persönliche Kommunikation ist es extrem wichtig, dass man die Leute auch mal persönlich kennenlernt. Es gibt Leute, die waren mir einfach per E-Mail total unsympathisch. Ich dachte, das ist der totale Idiot. Und als ich sie dann mal live gesehen habe, konnte man sie einfach ganz anders einschätzen und wusste, ah, der meint das gar nicht so. Oder der ist einfach irgendwie so, der hat einfach einen flapsigen Ton in E-Mails, aber ansonsten ist er total normal. Und auf einmal kann man viel besser mit den Leuten umgehen. Schwingt natürlich auch in die andere Richtung aus. Vielleicht Leute, die vorher mal irgendwie nett waren, dachte man so, boah, das geht ja gar nicht. Also, aber meistens war es eher umgekehrt. Also viele Leute waren doch eher sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ja, so ein Treffen ist natürlich jetzt erstmal, denkt man sich, okay, Foscon ist natürlich eine Möglichkeit. Was wir bei uns gemacht haben, sind zum Beispiel einfach Treffen im kleinen Kreis, Team-Meetings. Wir hatten halt einen in Würzburg sitzen, seine Eltern waren halt irgendwie nicht da am Wochenende und dann haben wir einfach seine Bude gestürmt. Sind also mit fünf Leuten waren wir da und haben einfach mal ein Wochenende, Freitag angereist, Sonntag zurück und haben einfach mal ein Wochenende nur gecodet. War eine super Sache, wir haben uns morgens hingesetzt, Kaffee getrunken, okay, was machen wir heute, haben angefangen, abends sind wir irgendwie in den Biergarten gegangen, glaube ich, und das macht man halt, grillt noch zwischendurch, kann die ganze Zeit quatschen, man lernt die Leute kennen, man ist sehr produktiv, hat sehr viel Spaß und es kostet im Prinzip nichts. Die Anreise, okay, man kann da irgendwo unterkommen, muss man nur jemanden haben, der irgendwie 1, 2 Zimmer hat, Luftmatratzen findet man immer irgendwo, geht sehr, sehr schmerzarm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also kann ich jedem empfehlen, der irgendwo in einem Projekt ist und man muss ja nicht sich mit allen treffen. Das reicht ja auch, man hat irgendwie 2 Committer, die sich irgendwie ganz gut kennen und sagen, komm, wir machen jetzt hier mal ein Wochenende oder so. Macht sehr viel Spaß. Nächste Stufe wäre dann halt, was man auch die User mit einbezieht. Bei Postloop gab es dann halt irgendwann die PN-Meetings, die wurden halt ins Leben gerufen in Stuttgart. Einer der Teammitglieder war halt irgendwie in der Tanzschule sehr stark aktiv und kannte halt den Chef da ganz gut, also haben die auch mit der Tanzschule bekommen. Die hatten halt irgendwie WLAN, hatten viele Sitzplätze und eine Wand, wo man einen Beamer aufstellen konnte. Und dann wurde das halt ins Leben gerufen. Das startete, glaube ich, am Anfang so mit 20 Leuten oder so. Also die Teammitglieder kamen umsonst rein. Externe mussten halt irgendwie so eine kleine Teilnahmegebühr bezahlen, um halt die Kosten wieder reinzukriegen. Und man hat dann irgendwie einen Deal mit dem nahegelegenen Hotel gemacht. Dann kommen hier, da kommen wahrscheinlich so um die 15, 20 Leute, die wir euch kennen wollen. Macht uns einen guten Preis, dann nehmen wir euch. Win-Win-Situation, Hotel hat Gäste, man hat einen guten Deal für seine Leute. Und macht sehr viel Spaß. Natürlich auch abends gerne wieder ein Bierchen trinken. Ich habe da keinen Fokus drauf, nein, nein. auch hier natürlich wieder, wie ganz am Anfang, teile und herrsche. Das kann normalerweise keiner unbedingt alleine machen. Also jetzt so das kleine Meeting, okay, da muss man nicht groß was organisieren. Das größere Meeting, da muss man schon mal gucken, weil vielleicht kümmert sich jemand anders dann ums Hotel oder irgendeiner sucht halt eine Location raus und der andere macht dann hinter die Verhandlungen oder so. Je größer das wird, desto schwieriger wird das auch. Also die letzten Meetings wurden halt immer größer, dann irgendwann waren wir dann in Osnabrück, haben uns dann irgendeine FH dann einfach mal 2 Räume, dann eher einen Raum erstmal geholt. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil dann muss man natürlich mit den Leuten da ein bisschen kommunizieren. So FH sind nicht unbedingt immer so kooperativ, was das angeht. Vielleicht auch irgendwelche anderen Firmengebäude, wo man irgendwie rein kann am Wochenende, wenn der zum Beispiel der Geschäftsführer gerade das Projekt total toll findet oder so, ist natürlich auch eine gute Sache. Kosten kann man natürlich durch Spenden reinkriegen. Es gibt ja, wenn man zum Beispiel Firmen als Kunden hat, kann man sagen, hier kommt, könnt ihr euer Label irgendwo draufkleben, kleben kommt da auch und zahlt uns die Räume. Kostet die Firma vielleicht 500 Euro oder so. Projekt ist glücklich, User sind glücklich, Firma ist glücklich, konnte sich platzieren. Kann man auch mal gerne probieren. Sonst natürlich Spenden oder wenn man halt ein Verein ist und die Mitgliedsbeiträge schön immer sammelt und das nicht alles für den Server drauf geht, kann man natürlich auch gerne dann darüber die Location einfach bezahlen und die Getränke einfach freistellen. Dass man so, hier da vorne ist, Getränke nehmt euch einfach. Steigert ein bisschen die Zufriedenheit, ist eine nette Sache und Treffen ganz groß bei Open Source, super Sache. Ja, Geld, leidiges Thema. Shop-System ist natürlich ausgerichtet auf Geld.
Was macht man denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ein super Shop-System, ich hätte aber gerne noch das eine oder andere Feature, zahle ich euch auch gerne, kriegt da 800 Euro für. Entschuldigung. Das kann natürlich zu Zwist führen. Also ich meine, bei Geld hört der Spaß meistens auf. Gerade wenn man jetzt Leute hat, die in zum Beispiel alle Softwareentwickler sind, alles Freiberufler, arbeiten im Projekt mit und dann geht etwas Gezanke los. Wer macht denn jetzt das, diesen Auftrag? Der wurde ans Team rangetragen und das Team muss natürlich jetzt irgendwie gucken, wer macht das. Sollte man sich, wenn man Projekte hat, wo die Gefahr besteht, frühzeitig Gedanken drüber machen und das auch wirklich im Team ausdiskutieren, weil das hilft nichts, wenn dann auf einmal dann einer sagt, nö, also dann halt nicht, dann verlässt er halt das Team, weil er irgendwie sich irgendwie übervorteilt fühlt. Ganz schwierige Sache. Was natürlich auch noch eine Sache ist, sind natürlich so Sachen wie Google AdSense oder so, um das Geld reinzukriegen, die jetzt weniger konfliktträchtig sind, was zum Beispiel bei Sikula super funktioniert, auf der Homepage in der Google AdSense Sachen, da wird mittlerweile der Server für bezahlt. Da kommt genug Geld rein, da sind entsprechend viele User drauf, damit man halt das Ganze nicht selber bezahlen muss. Wie schon angesprochen, natürlich so diese Coding-Weekends und so kann man natürlich auch nett damit bezahlen. Wenn ich schon ganze Wochen um die Ohren haue und wir haben gerade irgendwie noch genug Geld in der Kriegskasse, warum muss ich jetzt mein Spritgeld bezahlen, um von hier nach Stuttgart zu fahren? Versteht auch, glaube ich, jeder User und wird auch nicht böse sein, wenn man zum Beispiel solche Sachen darüber macht. Ja, Vienna's Calling. Was ist denn, wenn ich jetzt auf einmal das Projekt verlassen muss? Bei mir war es halt so, per InCommerce, ich musste halt studienmäßig, irgendwann war die laue Zeit vorbei, wo ich Vollzeit dran arbeiten konnte und doch das Studium wieder richtig weiterging. Und ich merkte, das geht einfach nicht. Ich konnte das Projekt nicht mehr richtig weiterführen und habe bei PN Commerce relativ schnell gemacht, dass ich merkte, okay, über mindestens ein Dreivierteljahr werde ich keine Zeit mehr haben. Und da musste ich dann einfach die Notbremse ziehen, habe mir halt Leute aus dem Team gesucht, und ich komme hier, möchte eine Projektleitung machen und musste dann schweren Herzens das Ganze abgeben. Habe dann entsprechend auf der Homepage gesagt, hier, ich bin nicht mehr dabei, tut mir leid, geht da und darum, wünsche euch alles noch viel Glück und weiter macht das der so und so. Und ich denke mal, das war auch genau die richtige Herangehensweise. Es gibt auch Leute, die melden sich dann einfach nicht mehr und Projekten, die denken sich irgendwie natürlich auch nach, was ist denn jetzt los, tut sich nichts mehr und so. Muss man natürlich aufpassen. Kann auch die eigene Reputation nachträglich schaden, wenn man vorher die ganze Zeit super Job gemacht hat und auf einmal dann irgendwie nichts mehr macht, ist nicht gut. Kann natürlich irgendwie zu Problemen führen. Also da sollte man auch ehrlich sein, auch sich mal selbst reflektieren und gucken, ob das wirklich noch so klappt, was man da gerade so vorhat. Tut natürlich mal ein bisschen weh, wenn man so ein Projekt gehen lassen muss, aber manchmal geht es nicht anders. Und wenn man jetzt zum Beispiel keine Leute hat, die im Projekt mitarbeiten, also ein eigenes Projekt ist, man sagt, okay, keine Zeit mehr oder passt irgendwie nicht mehr, ich muss es verweisen lassen, schreibt auf die Homepage. Oder zum Beispiel bei SourceForge kann man sagen, verweist. Einfach um Leuten, die das Ganze runterladen, zu kommunizieren, okay, da tut sich auch nichts mehr. Oder vielleicht um Leute zu motivieren, die sagen, ist eigentlich ein interessantes Projekt, möchte ich übernehmen. Man kann auch auf der Homepage announcen, okay, ich betreue das jetzt noch 2 Monate weiter, wenn irgendjemand Bock hat, bitte übernehmen. Kann man auch machen. Wird einem keiner böse sein, ist viel, viel besser, als das Projekt einfach sterben zu lassen. Gerade auch, wenn man selber ja sehr viel Herzblut investiert hat und man möchte auch nicht, dass es einfach verfällt. Was natürlich auch eine Sache ist, Spekulationen, ne? Die Gerüchteküche, gerade bei großen Projekten, brodelt ja schon mal gerne, wenn auf einmal irgendwo jemand geht und so. Vielleicht sollte man auch klar kommunizieren, warum man geht. Weil vielleicht hatten die Leute mal irgendwann so das Gefühl, ah, es knistert irgendwie im Projekt, da sind, glaube ich, Konflikte und dann geht auf einmal jemand aus total anderen Gründen und ist vielleicht auch nicht wieder gut für die Öffentlichkeitswirkung des Projektes. Ja, der Busfaktor. Habe ich gehört irgendwie von Maike Reichler auf dem Chemnitzer Linux-Tagen-Vortrag, fand ich sehr amüsant, den Begriff. Das ist die Anzahl, der Busfaktor ist die Anzahl der Leute, die in einem Projekt überfahren werden müssen, das keiner mit dem Code versteht. Und erschreckenderweise ist das häufig 1. Wenn man ein Projekt hat und mehrere Leute irgendwie programmiert, möglichst aufpassen, dass nicht jeder nur seinen kleinen Slice macht und nicht mal guckt, was die anderen machen. Es ist ganz wichtig, dass man dann ein Grundverständnis hat, was möglichst breit gestreut ist. Es muss nicht jeder alles können, aber es muss möglich sein, dass 1 oder 2 einfach mal wegfallen können, wenn das was größer ist, ohne dass sie wirklich in Probleme kommen. Anderes Problem ist natürlich dann auch, ne, was ich schon gerade eben gesagt habe, was ist mit Domains, was ist mit Passwörtern zu irgendwelchen Sachen oder so, Verträge, die auf jemanden laufen, wenn der auf einmal weg ist,
schlecht. Also im Sikula-Projekt gab es halt das Problem, dass einer der Core-Committer hatte einen schweren Motorradunfall und hat halt das Projekt massiv, ich glaube mindestens um ein halbes Jahr zurückgeworfen. Der sollte, glaube ich, ein neues Templating-Engine machen und hat halt irgendwie nicht ins normale Repository eingecheckt, hat alles auf seinem Rechner und ja, das war's dann. Also da muss man wirklich aufpassen, Unfälle passieren und gerade bei Projekten, die was größer sind, sollte man dann die Gefahr auch ernst nehmen. So, ich bin ja richtig gut mit der Zeit, stelle ich gerade fest. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen oder Anregungen sind oder Anekdoten, die vielleicht noch zum Besten geben werden können wollen, wäre ich euch sehr dankbar. Du sprachst am Anfang von Namensrechtsversicherung. Wie funktioniert das? Muss ich irgendwie Trademark irgendwo anmelden oder reicht die Domain? Ja, also die Frage ist, wie das mit den Namensrechten ist. Die muss man irgendwo anmelden. Da kommt gerade eine Rückmeldung. Okay. Also Info ist, Namensrechte geht über einen Anwalt und kostet so um die 300 Euro. Pi mal Daumen. Das ist natürlich eine super Sache, wenn man eine Kriegskasse hat, auf der man das bezahlen kann. 300 Euro für Deutschland. Also ist nichts hin. International kostet eine Menge mehr. Ja. Ja, international ist natürlich noch ein anderes Problem. Aber wenn man wenigstens schon mal im eigenen Land abgesichert ist, ist es schon mal eine Menge wert. Wenn man ein Projekt hat, was international tätig ist, kann man auch gucken, ob dann die lokalen Communities dann entsprechend die Namensrechte in ihrem Land sichern, auch um die Kosten so ein bisschen zu verteilen. Und wenn man halt Communities hat, die entsprechend groß sind, wie zum Beispiel bei Sikula mit sehr, sehr vielen Usern, ist es auch eigentlich kein Problem. Noch irgendeine Frage, Anmerkung? Also die Rückfrage ist halt, wenn ich jetzt irgendwie Code übernehme, muss ich natürlich mit der Lizenz aufpassen. Wenn ich irgendwie mir GPL-Code reinnehme ins Projekt, dann bin ich natürlich schnell auf der GPL festgenagelt. Stimmt natürlich, muss man natürlich überlegen, ob man dann vielleicht auch entsprechend die Teile oder vielleicht auch, wenn man komplett einen Rewrite macht, basierend auf dem Code. Natürlich wollte man dann nicht einfach Copy-Paste, aber dass man einfach auch die Konzepte entsprechend übernimmt, das geht natürlich trotzdem noch schneller, als man auf der grünen Wiese anfängt, aber hat vielleicht noch die Wahl, die Lizenz selber zu wählen. Alternative, die jetzt auch natürlich zum Beispiel bei uns in der Firma auch oft gegangen wird. Also wir hatten letztens was irgendwie unter der LGPL stand und wir haben es jetzt komplett neu geschrieben, damit es unter die GPL 3 kommt. Also kleiner Versions- oder kleiner Lizenzsprung, trotzdem große Wirkung. So, jetzt Alternative. Ist noch irgendjemand? Wir haben ein, also für das Projekt, in dem ich jetzt vorher tätig war, da haben wir halt so ein Util-Projekt eingesetzt für Portals und das war unter der LGPL. Das wurde halt irgendwie von einer Firma aus Köln gemacht und bei denen sind irgendwie die Entwickler weggebrochen und dann standen wir da und haben uns gelegt, okay, machen wir jetzt das Ganze alleine weiter. Wir sind eigentlich jemand, der eigentlich sehr schnell auf die GPL geht, GPL 3 normalerweise per Dekret von Elmar und dann war halt die Wahl, okay, bleiben wir bei der GPL oder wechseln wir auf die GPL 3? War nicht unser Code, mussten wir also neu schreiben. Also haben wir einfach mal die Funktionalität neu implementiert mit der GPL 3. Shameless Plug, evolvis.org, wenn man irgendwie, da sind unsere Open Source Projekte, die wir vom Internet aus freistellen. Gerne mal gucken, wenn man irgendwas sucht. Sonst noch irgendjemand? Ja, fangen wir mal da hinten an, ich glaube zuerst. Also die Frage ist, was macht man mit neuen Committern? Lieber einen formalen Prozess oder eher per Diktator oder per Teambeschluss, den nehmen wir jetzt rein oder nehmen wir nicht rein? Ist natürlich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, hängt auch, glaube ich, ein bisschen von der Größe des Codes und des Projektes ab. Wenn man irgendwie schon 20 Committer hat,
ist der Wert eines weiteren Committers natürlich geringer, in Anführungszeichen, als wenn du mit zwei Mann bist. Je kleiner das Projekt, desto eher würde ich den informalen Prozess wählen. Wir gucken, dass man sich mit dem ein bisschen austauscht, gucken, vielleicht hat er irgendwo schon mal was committed oder so, dann ein bisschen angucken. Vielleicht auch erstmal irgendwie in eine Sandbox committen lassen, man macht einen Branch und sagt, okay, dann arbeitet ihr erstmal da rein und wir gucken uns das an. Ist ja auch eine Möglichkeit. Je größer das Projekt wird, desto formaler muss es einfach werden, weil vielleicht hat man noch irgendwann, da kommt mal ein Schwung von 10 neuen Leuten, die haben gerade irgendwie auf einer Konferenz der Postcon was vom Projekt gehört und sind total motiviert und wollen mitarbeiten. Das kriegt man dann auch nicht mehr gehandelt, die dann auch alle zu coachen und dann auch vielleicht alle mit dem gleichen Augenmerk halt auch zu betrachten. Da ist dann natürlich ein formaler Prozess wesentlich angenehmer, weil man auch sich einfach zurücknimmt. Ich würde jetzt gerne eine Abkürzung nehmen, aber leider steht hier, müssen wir so machen, und das schützt einen auch selber ein bisschen davor, weil man ist ja auch meistens eher so nett und versucht, komm, dann sagt er, komm, lass mich doch bitte rein, hier, ich habe hier irgendwas und so. Das schützt einen auch selber. So, jetzt mal davon. Also Frage ist, was mache ich mit der Kommerzialisierung meines Produktes, also wenn andere Leute damit Geld verdienen, oder wie kann ich hinterher damit Geld verdienen, oder das Team, wie auch immer. Natürlich hat man als Teammitglied oder als Initiator des Projektes einfach einen Wissensvorsprung. Wenn andere Leute damit Geld verdienen und man selber noch nicht so stark auf den Markt gegangen ist damit, haben die natürlich erstmal den Vorteil, sie waren zuerst da und haben vielleicht schon einen Namen gemacht. Aber wenn man dann sagt, okay, hier, ich, Chef, ich biete jetzt auch Dienste an, ist natürlich der Vertrauensvorsprung von Leuten, die Geld dafür ausgeben wollen, wesentlich höher. Weil warum soll ich woanders hingehen, wenn doch der Kerl, der das Ganze programmiert, doch auch direkt die Dienste anbietet. Da hat man natürlich einen gewissen Vorteil. Da kommt gerade eine Rückfrage, ja? Ja, eventuell hilft das auch einfach, eine Firma zu gründen, weil manche Unternehmen das einfach, sich einfach leichter tun, Support von der Firma einzukaufen, als von irgendeiner Einzelperson, die vielleicht nur das Projekt führt, siehe Ubuntu, die ja doch sehr erfolgreich sind, unter anderem bei den kommerziellen Support anbieten. Ja, also kann man dann der Einwurf, dass man natürlich auch gerne eine Firma gründen kann, die basierend darauf arbeitet, sieht man zum Beispiel bei Springsource zum Beispiel sehr gut, die jetzt gerade von VMware aufgekauft worden sind, ist doch der eine oder andere Euro über den Tresen gegangen dafür. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man hat natürlich dadurch, dass man das Projekt geleitet hat, also natürlich auch dann die Möglichkeit, dann auch den Namen des Projektes auch als Firmennamen natürlich gerne zu nehmen. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, so GmbH und so muss man dann irgendwie Namensregister eintragen lassen und so. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das wird vermutlich keine andere Firma machen, dann einfach den Namen des Projektes von jemand anderem als eigenen Firmennamen nehmen und darüber Support aufbauen. Das ist wahrscheinlich eher selten. Und man hat einfach ein viel besseres Standing als die anderen. Das Problem dabei ist ja meistens, dass die Community einem das relativ blöd nimmt, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist gleich noch mein Kommerziell. Da sehe ich eigentlich das Hauptproblem. Im Endeffekt als Vorentwickler am Markt dann mit dem Kunden voranzukommen, sehe ich jetzt mal nicht so kritisch, aber wie erklärt uns der Community? Ja, also Nachfrage ist, oder wie erkläre ich das der Community, dass ich jetzt hier gerade kommerziell werde? Ist natürlich eine diffizile Geschichte. Je nach Community reagiert jeder sehr, sehr sauer drauf. Ist eine Frage der Kommunikation, würde ich sagen. Zum Beispiel bei Springsource gab es letztens das Problem, dass die auch ihr Lizenzmodell gewechselt haben. Die haben gedacht, okay, Patches für alte Versionen gibt es nur noch gegen Geld. Neue Version wird ganz normal im Schrank gepflegt und kommt man auch dran. Alte Sachen nur gegen Geld. Ähnliches Problem, Community natürlich, ne? Blogposts ohne Ende, Twitter glüht, die Blogs rennen wie noch was, RSS-Feeds en masse. Und ist eine Frage der Kommunikation. Die haben es hinterher ein bisschen richtig gestellt, war im Endeffekt gar nicht so schlimm, aber da muss man wirklich auch die Leute darauf vorbereiten und auch sagen, okay, hier beruhigt euch, für euch wird sich in der Regel nichts ändern, ihr kriegt euren Kram trotzdem noch so, ihr kriegt auch trotzdem noch Foren-Support, vielleicht nicht mehr so viel, weil ich nebenbei auch nochmal Geld verdienen muss. Aber wenn man das ein bisschen relativiert und auch den Leuten gut rüberbringt, dann geht das meistens. Also es gibt natürlich immer Leute, die total abdrehen, aber okay, so what. Also die wären auch abgedreht, wenn man irgendwas anderes gemacht hätte. Also, Sebastian. Kann nicht sein, dass man Zeit und Arbeit in ein Projekt reinsteckt und
Ja, ich glaube, die Zeit ist rum. Das war jetzt relativ lang. Ich kann es leider nicht mehr für die Kamera wiederholen. Tut mir leid, Jungs. Ja, danke für den Input.